Herzlich willkommen zurück zu Determinanten und das hier ist Teil 3. Und wie versprochen soll dieser dritte Teil über die Laplace'sche Entwicklungsformel gehen. Dazu wiederholen wir am besten nochmal, was wir im letzten Teil gelernt haben. Das war nämlich diese kompliziert aussehende Leibniz-Formel. Die sagt uns ja genau, was die Determinante einer quadratischen Matrix eben ist. Nämlich gegeben als det von der quadratischen Matrix, und dann bezeichnen wir die Einträge mal passend als A11, und hier geht's bis A1n, und hier nummerieren wir die Zahlen durch, also haben wir AN1, und hier unten in der Ecke finden wir ANN. Ja, und dazwischen entsprechend alle anderen Koeffizienten. Vielleicht wäre es auch etwas korrekter, wenn wir auch hier schon mal ein Komma zwischen der Zeilennummerierung und der Spaltennummerierung setzen. Ja, das ist jetzt hilfreich für die Formel, die wir die Leibniz-Formel nennen. Die sagt nämlich, dass wir uns jetzt alle Produkte anschauen, die genau aus n Faktoren besteht, wobei wir aber jede Spalte und jede Zeile nur ein einziges Mal verwenden. Das kann man nun hinschreiben mit aj1, 1 und multiplizieren das mit n Faktoren, also kommen wir an bei jn, n. Und wenn wir nun jede Spalte und Zeile eben nur einmal verwenden wollen, dann wissen wir ja, dass diese Koeffizienten bzw. Indizes j1 bis jn nur eine Umnummerierung von 1 bis n ist. Und das ist, was man eine Permutation nennt. Ja, genauer von der Menge 1, 2 bis n. Und für solch eine Permutation gibt es ein Vorzeichen, das was wir das Signum der Permutation nennen. Das sind entweder plus 1 oder minus 1, je nachdem, ob wir eine gerade Anzahl von Transpositionen brauchen, um wieder auf die Ausgangsumnummerierung zu kommen, oder eine ungerade. Und dann summieren wir einfach alle Möglichkeiten auf. Das heißt, hier summieren wir über alle möglichen Permutationen. Und die übliche Notation ist hier Sn als die symmetrische Gruppe. Das soweit zur Wiederholung. Die Frage, die wir uns nun stellen können, ist, wie viele Summanden treten denn hier auf? Und das kann man nun einfach durchzählen. Für n gleich 2 kann nicht viel passieren, dann hat man entweder 1, 2 oder 2, 1. Ja, also die Anzahl der Permutationen ist genau 2 für n gleich 2. Und das überrascht uns nicht, die Determinante in zwei Dimensionen kennen wir ja schon ganz gut. Für n gleich 3 kann man wieder durchzählen und findet 6 Permutationen. Und dann geht's weiter. N gleich 4, auch hier alle möglichen Permutationen einfach mal durchzählen. Wir finden 24. Und wenn wir das gleiche Spiel nochmal machen, und wie gesagt einfach, man schreibt alle hin und zählt durch, findet man für n gleich 5 120. Und wenn man dieses Spiel jetzt nur ein bisschen weitergetrieben hat, dann erkennt man auch, wie man die Permutationen zählt. Und da kommt ganz natürlich die Fakultät hinein. Das bedeutet aber für uns, dass die Anzahl der Summanden in dieser Summe extrem anwächst. Und damit hat man direkt einen riesigen Rechenaufwand, wenn man eine Determinante mit dieser Formel in höheren Dimensionen ausrechnen muss. Man sieht ja direkt, n gleich 3 ist noch überhaupt kein Problem. N gleich 4 ist schon viermal so viel Aufwand. Und bei n gleich 5 hat man extrem viele Summanden zu addieren hier. Aus diesem Grund ist es ganz wichtig, dass wir eine gute Merkregel haben, sodass, wenn wir auf dem Papier solch eine Determinante ausrechnen wollen, auch wirklich alle Summanden erwischen. Ja, für n gleich 2 haben wir kein Problem. Hier müssen wir schon aufpassen, dass wir alle erwischen. Und hier erst recht. Und hier brauchen wir irgendeine Merkregel, sonst verlieren wir welche. Hier muss man ja schon Buchhaltung betreiben, damit man alle wirklich aufsummiert. Wir brauchen also eine Merkregel. Für n gleich 2 kennen wir sie schon, also den Fall haben wir schon abgehandelt. Für n gleich 3 gibt es auch eine sehr gute Merkregel, die man die Regel von Sarü nennt. Und diese läuft nun folgendermaßen, also n gleich 3 heißt unser Matrix, naja, sieht so aus, 1, 1. Und jetzt lasse ich das Komma einfach mal weg. Ja, also das
Braucht man auch wirklich nur, wenn man es nicht unterscheiden kann. Hier gibt es ja gar kein Problem. So, H22, H23, H31, H32, H33. So, 9 Einträge. Dafür möchten wir nun die Determinante mit Hilfe der Leibniz-Formel ausrechnen. Das heißt, wir brauchen immer Produkte mit genau 3 Faktoren, wobei wir jede Spaltenzeile nur einmal nutzen. Und letztendlich haben wir 6 Stück. Gut, ja, die Triviale ist natürlich die Diagonale, also die triviale Permutation verwendet. Da markieren wir das mal so als Strich durch. Die multipliziert ergibt den ersten Summanden. Im nächsten Schritt können wir hier weitermachen. Also wir gehen einen Schritt runter, nehmen die Diagonale. Gut, die hört hier auf. Aber jetzt können wir uns überlegen, wir gehen hier einfach weiter und nehmen den noch mit. Haben wir wieder 3 Stück. Und tatsächlich ist das Vorzeichen, das Signum der Permutation auch 1, also plus 1. Ja, denn wir haben 2, 3, 1. Also genau in der Reihenfolge, in der wir auch zählen würden. Das können wir jetzt nochmal einen Schritt weiter unten machen. Das heißt, wir nehmen uns jetzt die Diagonale. Auch die hört hier wieder auf, aber wir verlängern sie wieder hier. Auch hier bekommen wir wieder eine Permutation mit positivem Signum und haben genau wieder unsere 3 Faktoren. Sehr schön, jetzt haben wir schon mal alle mit positivem Signum herausgefunden, nämlich genau die 3 Stück. Das heißt, wir nehmen hier den blauen, addieren dann das Produkt ja, mit dem roten, das markieren wir mal so, und dann addieren wir noch das Produkt, was wir rauskriegen, hier von dem hellblauen. Ja, wir gehen einfach durch die Diagonalen durch. Gut, und alle anderen Faktoren haben negatives Signum, das heißt, die werden wir jetzt abziehen. Ja, und hier haben wir uns das gemerkt, wir gehen so durch die Diagonalen und die negativen findet man jetzt halt genau in die andere Richtung. Also wir nehmen jetzt die Hauptdiagonale. Das wird jetzt ein bisschen unübersichtlich, aber ihr seht ja, was ich mache. Also wir multiplizieren die zusammen und die bekommen ein Minus davor. Und dann gehen wir wieder einen Schritt runter. Und jetzt brauche ich eine neue Farbe. Nehmen wir hier mal Orange. Also die Diagonale ersetzen wir hier weiter und kommen hier raus. Die ergeben hier unser Produkt, auch mit einem Minus davor. Ja, und nun seht ihr, letzte, die übrig bleiben, ist, wir starten hier und gehen ja, mit der Diagonalen wieder weiter. Und nehmen die 2 noch mit. Auch die kommt wieder ein Minuszeichen. Und jetzt sind wir fertig. Ja, wir haben zwar hier mit Diagonalen kombiniert, aber wir haben genau 6 Stück herausbekommen. Und das sind hier alle Permutationen. Ja, ihr seht, das Bild ist jetzt nicht mehr so übersichtlich, aber ihr habt ja gesehen, wie ich es ausgerechnet habe. So würde man es dann auch live machen. Man hat die Matrix gegeben und dann geht man schnell durch all diese Produkte durch und schreibt sie so in der Reihe auf. Und dann vergisst man eben auch keinen. Ja, und das ist die Regel von Sarrü. Und nun könnte man sich die Frage stellen, wie sieht es denn aus mit einer Merkregel für ein allgemeines N? Man sieht direkt so eine Merkregel wie hier, N gleich 3, geht für N gleich 4 schon nicht mehr. Da haben wir viel zu viele Terme. 24, allein durch solche Diagonalen, die wir durchzeichnen, bekommen wir nicht 24 zusammen. Also wir werden dann welche vergessen. Deswegen kommen wir nun endlich dazu. Ja, die einzige gute Merkregel, die wir ab n gleich 4 haben, ist die Laplace-Entwicklung. Und die Idee von dieser Laplace'schen Entwicklungsformel ist eigentlich ganz einfach. Man startet bei seinem ja, n, also bei unserer quadratischen Matrix der Größe n, und versucht diese nun schrittweise zu reduzieren. Also man geht einen Schritt runter auf n minus 1. Und dann kann man das nochmal machen, geht nochmal einen Schritt runter und so weiter, bis man angekommen ist an Fällen, die man dann leicht berechnen kann. Ja, zum Beispiel bei n gleich 3. Dort haben wir ja diese Merkregel, die wir dann durchführen können. Oder man geht noch weiter bis n gleich 2 oder sogar n gleich 1. Nun kann man natürlich sagen, das hört sich nach einer guten Idee an, aber wie soll das denn funktionieren? Man kommt nun aber sehr leicht darauf, wenn man sich nochmal daran erinnert, was die Leibniz-Formel denn eigentlich gesagt hat. Diese sagt ja wortwörtlich, dass wir uns alle Produkte von den Einträgen anschauen, wobei wir aber jede Spalte und jede Zeile nur einmal verwenden. Am besten schauen wir uns deswegen mal eine 4x4-Matrix an. Also ich schreibe die Einträge jetzt mal alle hin. Das dauert jetzt ein bisschen. So, geschafft. Ja, das machen wir ein bisschen schöner hier. So.
Das ist unsere 4x4-Matrix. Dadurch, dass wir jetzt wissen, wie wir die einzelnen Koeffizienten kombinieren, um die Determinante auszurechnen, können wir uns jetzt einfach mal zum Beispiel eine Spalte hier fixieren. Ja, also die halte ich jetzt mal kurz fest, um zu schauen, was passiert. Nehmen wir uns mal einfach den ersten Eintrag heraus. Dieses A11. Das kann jetzt kombiniert werden, eben nicht mehr mit Elementen aus der Spalte und nicht mehr mit der Zeile. Weil jede Spalte und jede Zeile soll ja nur einmal vorkommen in diesem Produkt. Das heißt, wir haben jetzt alle möglichen Kombinationen von dem Element, aber nur mit Elementen hier raus. Ja, also so kann ich es jetzt mal einrahmen. Alle anderen sind egal. Aber natürlich gibt es jetzt ziemlich viele Kombinationen, denn wir können ja hier in diesem Block alle Elemente wieder entsprechend kombinieren. Aber natürlich mit den gleichen Regeln. Und das kennen wir ja. Das ist genau die Determinante. Das heißt, wir kombinieren dies eine Element mit allen hier raus. Das heißt aber nichts anderes. Und das schreibe ich jetzt hier mal als Gleichheitszeichen. Wir haben das Element mal. Und hier alle Möglichkeiten bedeutet, na, das ist die Determinante, ja, von der kleineren Matrix. Das ist jetzt nur noch eine 3x3 Matrix. Also ich schreibe sie mal nochmal hin. Und so kann man sich das jetzt merken. Das ist das Element mal die Determinante, wenn ich entsprechend die Spalte von diesem Element und die Zeile gestrichen habe. Und damit wird die Matrix, die wir betrachten, eben gerade um eine Dimension niedriger. Aber offensichtlich ist das noch nicht die ganze Determinante hier. Wir haben ja alle anderen Elemente in der Spalte und in der entsprechenden Zeile noch überhaupt nicht betrachtet. Aber das können wir jetzt natürlich einfach tun. Wir gehen einfach weiter in unserer festgehaltenen grünen Spalte hier. Das nächste Element ist also A21. So, und das darf jetzt wieder kombiniert werden. Naja, eben nicht mit Elementen aus der gleichen Zeile. Also das hier wird wegfallen. Und eben nicht aus den Elementen aus der gleichen Spalte. Also auch die fallen wieder raus. Nach der gleichen Logik haben wir jetzt also hier unser rotes Element stehen. Und das, was hier übrig bleibt, was wir kombinieren dürfen, ist die Determinante, wenn wir wieder hier die Spalte und die Zeile streichen. Das sind also die weiteren Glieder, die wir in der Leibniz-Formel haben. Das heißt, die addieren wir zu den anderen hinzu. Gut, und nun haben wir nur ein ganz kleines Detail vergessen. Nämlich das Signum zu den zugehörigen Permutationen. In dem ersten Fall, also mit unserem Eintrag A11, war noch alles gut. Ja, wir haben ja zum Beispiel hier dieses Produkt, ja, mit der ganz normalen Permutation, ja, hat das Signum plus 1. Und wenn wir jetzt hier auf der rechten Seite schauen, sehen wir, ja, auch hier kommen wir plus 1 heraus. Aber jetzt hier im zweiten Fall sehen wir, wenn wir das gleiche probieren, also wir schauen uns, ja, dieses Produkt hier an, ja, dann kann man jetzt leicht sich überlegen, ja, die Permutation hat eben Vorzeichen minus 1. Aber hier auf der rechten Seite, ja, hat die hier eben plus 1, ja, und hier fehlt irgendwie das Minus, weil wir multiplizieren ja nur mit A21. Und genau das ist das einzige Problem. Wir haben die Vorzeichen der Permutation eben genau umgedreht. Um das dann nochmal zu reparieren, müssen wir halt hier noch einen Faktor minus 1 hinzuschreiben. Nun kann man sich auch ganz leicht merken, wo diese zusätzlichen Faktoren hinzukommen. Die wechseln sich nämlich immer ab. Das heißt, hier hatten wir ein Plus und dann hat der nächste ein Minus. Der nächste bekommt wieder ein Plus und hier der bekommt auch wieder ein Minus. Und ganz allgemein ist das so ein Schachbrettmuster. Das heißt, wenn wir uns eine andere Spalte hier fixiert hätten, ja, muss man entsprechend hier Minus Plus entsprechend fortsetzen. Ja, und so bekommt jeder Eintrag hier das entsprechende Vorzeichen, was man ja bei dieser Laplace-Entwicklung entsprechend berücksichtigen muss. Demnach können wir jetzt entsprechend weitermachen. Also der nächste Eintrag ist nun, na, wir haben hier plus ja, A31 und nehmen nun die Determinante na, von dem, was übrig bleibt, wenn wir wieder hier Zeile und Spalte durchstreichen. Also auch hier haben wir wieder eine 3x3-Matrix. Und der letzte, der noch hier übrig bleibt, ist natürlich der A41. Aber auch der bekommt jetzt wieder sein Minuszeichen davor. Ja, aber entsprechend alles andere läuft genauso. Wir streichen wieder Spalten und Zeilen. Also bleibt hier übrig die Matrix von der Form hier. Also hier ist A22, A23, A24 und hier steht noch A32, A33 und A34.
Ihr seht, das wird jetzt auch nicht kurz oder wenig. Ja, kann auch nicht anders sein. Wir brauchen ja immer noch alle Summanden von der Leibniz-Formel. Nur jetzt haben wir eine Merkregel, wie wir auch keinen einzigen vergessen. Wir gehen einfach durch eine festgehaltene Spalte hindurch. Aber genauso könnte man es auch mit einer festgehaltenen Zeile machen. Das läuft natürlich dann ganz genau so. Was wir bekommen, sind dann wirklich alle Summanden aus der Leibniz-Formel, aber nun aufgeschrieben wieder mit Hilfe von Determinanten. Aber wohlgemerkt, ja, die Matrix ist eine Dimension kleiner geworden. Und wie wir die Determinanten hier auf der rechten Seite von den 3x3-Matrizen ausrechnen, wissen wir ja schon. Demnach für eine 4x4-Matrix wären wir an der Stelle dann fertig. Wenn die Matrix hier links noch größer ist, ja, dann kommen hier halt auch eine Dimension kleinere Matrizen rein. Dann müssen wir es halt so lange machen, also auch hier nochmal diese Laplace-Entwicklung durchführen, bis wir bei 3x3-Matrizen angekommen sind. Das war jetzt eine kurze Überblickserklärung, was diese Laplace-Entwicklungsformel überhaupt soll. Meine Empfehlung wäre nun, schaut euch mal die allgemeine Laplace-Entwicklungsformel an und versucht den Zusammenhang hier zu dem herzustellen. Und was vielleicht noch viel hilfreicher wäre, ist, wenn ihr euch das Video von mir anschaut, in dem ich mal eine Beispielrechnung für diesen Laplace-Entwicklungssatz vorrechne. Ja, der sollte hier verlinkt sein. Das explizite Rechnen war ja der einzige Grund, warum wir diese Laplace-Entwicklungsformel nun eingeführt haben. Ja, wir wollen die Übersicht behalten, wenn wir wirklich eine Determinante ausrechnen. Ja, so genannt hier eine Merkregel. Denn wie sollen wir sonst alle Summanden in dieser komplizierten Leibniz-Formel ja zusammenkriegen? Und da hilft jetzt die Laplace Entwicklungsformel natürlich ungemein, um einfach schrittweise vorzugehen und dann auch keinen einzigen Summanden zu vergessen. Tricks und Tipps, wie man mit dieser Laplace-Formel auch effizient rechnet, sind alle in diesem Beispielvideo drin. Und dann empfehle ich euch, auch wirklich mal selbst Determinanten auszurechnen. Ja, verwendet die Laplace-Entwicklungsformel an expliziten 4x4-Matrizen und überprüft dann auch das Ergebnis. Wie gesagt, von der theoretischen Seite ist die Laplace-Entwicklungsformel überhaupt nicht interessant. Die ist nur interessant, wenn man selbst damit rechnet. Und das muss man an der Stelle tatsächlich wirklich üben. Gut, dann hoffe ich, das hat ein bisschen geholfen. Und dann sehen wir uns zum letzten Teil, zu Teil 4 über Determinanten nochmal. Bis dann!